Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu Let's Play The Saboteur mit Java-Heizung von den Battle Brothers. Im letzten Part haben wir eine Hochzeit gesprengt, wir, das heißt der Wunderbare und ich. Jetzt kommentiere ich wieder alleine, die Soundqualität sollte also auch wieder etwas besser sein und wir schauen uns die nächste Mission an, beziehungsweise hören, was Le Crochet uns zu sagen hat. Die Wüstenclans waren über die Ermordung ihres Botschafters erbost. Sie weigerten sich, den Deutschen bei der Jagd auf die französischen Deserteure zu helfen. Ist keine große Sache, aber es bringt die Alliierten dem Sieg einen Schritt näher. Die Alliierten? Von denen habe ich hier noch nicht viele gesehen. Wir sind ziemlich weit von der Front entfernt, Ihre, aber wir führen alle denselben Krieg. In diesem Moment dockt ein Luftschiff am deutschen Versorgungslager im Palais Royal an, um das Afrikakorps mit dringend benötigtem Nachschub zu versorgen. Ein Luftschiff? Die sind wohl ziemlich verzweifelt. Dann stellen Sie sich mal vor, wie Sie sich fühlen, wenn wir Ihren verfluchten Zeppelin mitsamt ihren Benzin- und Munitionsvorräten zerstören. Die Menschen hier haben genug von den Deutschen. Im Viertel gärt es bereits. Ein Funke genügt, um den Brand auszulösen. Dann geben wir ihnen doch einen Funken. Einen Funken könnt ihr haben, Leute. Also gehen wir zum Palais Royal. Wir steigen in unseren Altar ein, den ich hier schon vorsätzlich für diese Mission geparkt habe, als ich hier hingefahren bin. Ja, ich möchte erstmal liebe Grüße ausrichten und zwar an J wie Johannisbeere und Sir Andacht? Andracht? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ist schon ein bisschen her, da ich die Kommentare gelesen habe. Das sind zwei Leute, die uns positives Feedback zu diesem Projekt hinterlassen haben. Und da sollen wir jetzt rein. Ich würde sagen, da wir da einiges an Terror machen müssen. Oh ja, wir müssen einige Sachen zerstören. Das heißt, wir werden uns verkleiden. Pass auf, dich können wir doch eigentlich gerade ungefähr so, ja, ziemlich genau so nutzen, um da reinzukommen. Sehr schön, gut. Haben wir unsere schallgedämpfte Pistole dabei. Perfekt. Boah, du schreist aber lange dafür, dass ich dir den Kopf geschossen habe. So, jetzt sind wir drin. Und wir müssen die... Oh, Luftschiff. Oh, ein Luftschiff und ein Bauer-Tanklaster. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es sehr schwierig, diesen Tanklaster zu sammeln. Das heißt, wir werden versuchen, aus dieser Mission mit diesem Tanklaster zu fliehen. Tja, klingt komisch, ist aber so. Ist es hier? Ist nichts, okay. Wir wollen kein Aufsehen erregen. Und da hinten ist eine Tankstation, die wir zerstören sollen. Und hier ist eine Rakete. Oh, eine Rakete. Das ist aber schön. Können wir diese Tankstation eventuell mit der schallgedämpften Pistole aus sicherer Deckung in die Luft jagen? Nicht F1, 1. Wo und wie? Perfekt. Perfekt. Gut. Ein Anfang ist getan. Was ist hier? Hier ist eine... Oh, eine Zeppelin-Station. Sehe ich das richtig? Ist da oben ein Zeppelin dran? Ja, da oben ist ein Zeppelin dran. Wie kriegen wir das Ding kaputt? Einfach in die Luft jagen. So, hier. Klappt das dann? Wir probieren es mal aus und bewegen uns dann schnell von diesem Dynamit weg, weil ansonsten haben wir hier ein Riesenproblem gleich. Und hier steht ein Turm. Und hier ist noch eine Tankstation. Klappt das? Nö. Gut. Oh shit. Bist nur du das? Das war verdammt knapp. Gut, dich können wir aber auf jeden Fall... Ach, komm schon. Im Laufen so. Der ahnt nichts, kommt uns entgegen. Zack, krieg ich erstmal einen coolen Kopf. Also, wie gesagt... Die beiden, die ich vorhin erwähnt habe, haben uns schon positives Feedback dagelassen zu den Videos, die bisher hochgeladen wurden. Das müssten ungefähr 5 sein, wenn ich diesen Part aufnehme. Ja, ich glaube sogar ziemlich genau 5. Ja, ich freue mich als Let's Player immer drüber, wenn man eine Antwort kriegt, wenn man positives Feedback kriegt, sozusagen. Ich weiß gerade auch nicht wirklich, wie wir dieses Ding am besten in die Luft jagen sollen. Es sei denn, hier sind irgendwelche... Raketenwerfer oder so. Ich probiere gerade nochmal, ob Dynamit hilft. Sekunde. So. Jetzt bewegen wir uns ganz schnell weg. Oh, was ist denn hier los?
Das funktioniert nicht. Gut. Sehr schön. Wer sieht uns? Oh, wow. Das können wir aber bestimmt in die Luft jagen. Mhm. Hier werden wir nicht gesehen. Das ist gut. Das können wir doch bestimmt in die Luft jagen, indem wir hier Dynamit hinlegen, oder? Irre ich mich da? Ja, so ein bisschen zwischendurch mal entdeckt zu werden, ist ja nicht schlimm. Ja, und wie das funktioniert. Sehr schön. Und das Ding hier können wir doch bestimmt auch mit der... Sekunde, wir schmeißen da mal eine Granate hin. Das sollte auch gehen. Ja, perfekt. Oh, shit. So, jetzt aber. Da oben ist so ein Geschütz. Mit dem Geschütz kriegen wir... Ja, hier müssen wir gerade eh nichts mehr zerstören. Ich überlege gerade, ob wir... Ja, wir machen die Kiste mal. Es hat gerade irgendwie kurz gelaggt. Das war echt komisch. Okay, 5 Stück haben wir noch. Das reicht auch erstmal. Ich hätte jetzt gesagt, wenn wir viel mehr gehabt hätten, okay, komm, wir nehmen noch den anderen Kram mit. Also nehmen auch noch den Turm mit, der da steht zum Beispiel. Desto weniger uns sehen könnt, desto besser. Ist gerade so meine Devise. Ich knall jetzt einfach alles und jeden mit der Pistole ab. Du? Oh ja. Oh nein. Oh ja, du siehst uns. Oh nein, dann ist mir das egal. Dann schieße ich dich halt von hier aus kaputt. Perfekt. Da vorne, was war da nochmal? War da noch ein Luftschiff? Geht mir aus dem Weg, Kisten. Ihr stört mich. Störe meine Kreise nicht. Da vorne hängt ein Luftschiff. Ja, das können wir aber hinten mit dem Geschütz erledigen. Wie kriegen wir die beiden Luftschiffe kaputt? Ist da hinten noch ein... Da hinten ist noch ein Geschütz. Okay. Was haben wir denn außerdem hier noch? Dupti-dupti-dupti-dupti-dup, was ist das? Ist das auch von... Achso, das ist auch von einem Luftschiff, okay. Ist da oben noch ein Geschütz? Ich weiß es nicht. Hier ist so ein... Wer hat mich gesehen? Habe ich einen auf dem Turm gesehen? Und da rechts ist, glaube ich, ein General. Oh, ich bin so gut, ey. Ach ja, und die Rakete gibt es ja auch noch. Okay. Rakete, was ist da hinten noch? Rakete kriege ich auch rechts mit dem Geschütz weg. Und da hinten ist noch... Noch ein Zeppelin. Ja, noch ein Zeppelin. Gut, dann versuchen wir erstmal auf das Geschütz drauf zu kommen. Mit dem kriegen wir auch einiges weg. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ach, hier kommen wir hoch. Okay, gut. Jetzt noch... Nein, gar nicht. Hier kommen wir gar nicht hoch. Wo kommen wir denn hoch? Da hinten ist, glaube ich, eine Leiter. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ich hoffe es einfach mal. So, also. Wir haben die ersten Videos hochgeladen, relativ gutes Feedback bekommen. Das freut uns auf jeden Fall. Ansonsten, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es wird demnächst ein neues Turnier geben. Ein neues Dawn of War Turnier. Mehr Infos dazu findet ihr auf der Facebook-Seite. Ja, das ist so das Große, was es im Moment so zu erzählen gibt. Wie gesagt, Saboteur nehme ich jetzt den 13. Part auf. Kann das sein? Unter Umständen... Momentchen mal, da hinten war doch auch noch ein Geschütz. Dann kümmern wir uns doch erstmal, hopp, darum. Jawohl. Die Frage ist nur, können wir das Geschütz unauffällig abfeuern? Wahrscheinlich nicht. Oh, wow. Das war saumäßig knapp. Mhm. Fahr zur Hölle, Freundchen. Ich stehe hier nur so rum.
So, der dreht sich jetzt weg. Das heißt dann... Ich wollte gerade sagen, können wir den anderen... Wow, wo willst du denn hin? Und tschüss. So schnell kann's gehen. Ihr seid selber schuld, wenn ihr da keine Geländer hinbaut, ne? Und da geht der zweite hin. Schön. Jetzt muss ich da hoch. So komme ich da hoch. Der Nazi, der da runtergeflogen ist, hat es mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht überlebt. So, wollen wir erstmal uns um die Zeppeline kümmern. Okay, das habe ich mir nämlich gedacht, das erregt sofort Aufsehen. Und damit wurden wir gesehen. Schön. Aber den Zeppelin kriegen wir damit kaputt. Das war das Ding. Kriegen wir die Rakete damit kaputt? Wo zum Geier ist die Rakete? Die müsste doch in der Mitte stehen, oder? Der feuert auf uns? Das ist nicht nett. Wir sind noch Alarm 1, das ist schon mal gut. Noch. Und zack, sind wir Alarm 2. So schnell kann das gehen. Das da vorne war noch ein Zugscheinwerfer, kann das sein? Ja. Wie kriegen wir jetzt diesen Zeppelin da kaputt, möglichst effektiv? Gar nicht? Den Turm da hinten? Auch nicht. Gut. Lassen wir mal so stehen. Und versuchen hier mal wegzukommen. Hopp, einmal darüber. Nochmal darüber. Aber die Mission läuft eigentlich ganz okay. Also wir sind aber bisher noch nicht gestorben. Das ist schon mal sehr schön. Und gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir hier zwischendurch mal sterben. So. Zwei Zeppeline haben wir noch. Boah, ich fühle mich gerade wie so ein... wie Tomb Raider, so wie ich hier so... Ich fühle mich wie Tomb Raider, ey. Lara Croft, nein. Ich fühle mich gerade... Kass, nein. Ich weiß nicht, das hat sich gerade so, wie ich da so lang gerannt bin, das hat sich gerade so episch angefühlt irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Schade. Ich habe gerade gedacht, ihr sprengt... Flyeieieieiei. So, hier einmal kurz hinter. Die Rakete kriegen wir auf jeden Fall weg mit dem Ding hier. Der eine ist gefallen, der andere wird auch fallen. Danke sehr. Immer hübsch weitergehen. Moment, jemand dich kann ich doch mal eben. Ja, genau. Das habe ich mir nämlich gedacht. So. Jetzt hier einmal fix hoch. Fände ich schön. Und an das zweite Geschütz. Und hoffen, dass wir jetzt damit alles weitere erledigen können, damit wir diese Mission auch hier, ne, durchspielen können. Das war der Zeppelin. Das war die Rakete. Was ist mit dem Zeppelin? Ich krieg den nicht kaputt. Aber dich krieg ich noch kaputt. Schön. Wagen der Geheimpolizei, der da unten lang rollt. Den habe ich gerade mal gesprengt. Der war mir da etwas zu doof. Ich nehme jetzt hier unten erstmal alles an Kleinzeug auseinander, was hier noch so rumsteht. Kann ich da vielleicht den Alarm deaktivieren? Könnte das... Könnte sein? Da war noch ein Zugscheinwerfer, ne? Ja, sehr schön. Ach, komm schon. Ich krieg den Zeppelin wirklich nicht kaputt. Das ist super. Ah, ich hab Escape gedrückt. Ich wollte gar nicht Escape drücken. Okay. Momentchen mal. Wo geht diese Leitung hin? Oh wow. Einmal durch das gesamte Gelände. Holy shit. Okay. Das nehme ich mal so hin. Jetzt ist immer noch die Frage, wie kriegen wir diesen Kack-Zeppelin auseinandergenommen. Ich düse hier gerade mal runter. Ich wollte hier gar nicht runter. Ich wollte eigentlich auf den Turm. Aber ich kann gerade nur vorbeirennen. Das ist... Ich bin gerade echt so doof. Vielleicht liegt da oben ja zufällig irgendwie so ein... So ein Raketenwerfer rum oder so. Nö. Offenbar nicht. Oh.
Okay, das eröffnet neue Möglichkeiten. Wir können den einfach abknallen. Das war super. Ich Held, ey. Hier ist mir gerade ein bisschen zu viel los. Ein bisschen zu viel. So. Nehme Erdeckung. Suche Erdeckung. Da hinten ist ein Deutscher. Der mit meinem MG auf mich feuert. Das ist nicht cool. Du auch, ne? Kollege. Okay. Yo, ist klar. Das war übrigens geplant, dass ich dieses Fass in die Luft jage, deswegen habe ich drauf geschossen. Das ist mein voller Ernst, wirklich so. What the? Holy shit. Sekunde, wir sind gerade so gut dabei, ich will hier gerade mal speichern. Hätte ich mal das Geschütz mit zerstört, glaube ich. Das wäre, glaube ich, einfacher gewesen. Irgendwer oder was feuert hier auf mich? Da oben. Du kleine Mistratte. So, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen mit dem Geschütz da oben. Wer auch immer das gerade bemannt. Wir müssen auch nur noch diesen einen Zeppelin zerstören. Wo hängt das Ding? Da hinten! Warum hängt der da hinten? Und uns geht so langsam die MG-Munition aus. Gut, wir beeilen uns ein bisschen. Weil sobald wir diesen Zeppelin zerstört haben, können wir ja abhauen. Dann ist es alles egal. Dann düse ich hier und dann ist, ne? Egal, aber diesen Zeppelin müssen wir noch mitnehmen. Und der ist hier. Gar nicht. Hier ist der Turm. Okay, Sekunde mal. Wir holen uns erstmal mal Munition. Hol die Munition. Danke sehr. Jetzt klettern wir in den Turm rein und schießen von da oben auf den Zeppelin. Ey, ich bin so gut in solchen Sachen, ne? Ist unglaublich. Ist hier oben noch einer drin? Nein. Ui. Kann ich so den Zeppelin erwischen? Nein, natürlich nicht. Na gut, dann machen wir das. Schnapp dir deine Waffe. Machen wir das so. Und wir kriegen Farbe. Das ist schön. Gut. Eine weitere Mission geschafft. Hat ein bisschen gedauert, aber war auch ein bisschen viel irgendwie gerade. Also, ich wusste halt nicht, dass man die Zeppeline einfach abknallen kann. Erfolg. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Kann ich vielleicht den Turm da hinten noch abknallen? Sieht nicht danach aus. Okay. So, was hatte ich gesagt? Tanklaster, ne? Pass auf. Nein! Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh, du solltest an der Leiter runterkriegen. Okay, Legio Patria Nostra. Wurde aber gespeichert, der Fortschritt. Und jetzt können wir diesen schönen Tanklaster nicht mehr holen. Verdammt, dann hoffen wir, dass wir den nochmal finden im Spiel. Und wir warten noch, bis die Ladesequenz vorbei ist und dann werde ich den Part beenden. So, wir sind wieder im Bell. Neue Objekte im Laden, das ist schön. Und wir haben als nächstes, wenn ich das richtig im Kopf habe, wieder eine Hauptmission. Das heißt, wir hören uns im nächsten Part wieder bei, ich weiß nicht mehr, wofür VE steht. Bei dem auf jeden Fall. Wir bedanken uns soweit fürs Zusehen, also Sean und ich. Und tschö, tschö.